Guten Morgen. Ja, hallo. Wahrscheinlich werden sich jetzt einige fragen, was das für ein Napf ist, aus dem der gefressen hat. Das ist so ein Anti-Schnellfress-Napf. Ja? Da werden jetzt wahrscheinlich wieder einige sagen, wer braucht so einen Scheiß für einen Hund? Das hat tatsächlich den Sinn, ja, dass der Hund nicht so schnell frisst. Weil Gizmo ist halt einfach so ein verfressenes Stück, dass er, wenn er in so eine normale Schale hat, dass er das einfach runterschlingt wie sonst was. Auf jeden Fall ist das ganz gut. So, und tatsächlich wollte ich jetzt eigentlich gerade zeigen, wie hübsch er hier liegt, wenn ich jetzt irgendwie anfange aufzunehmen. Aber der Spasti ist jetzt natürlich wieder gegangen. Gizmo! Ja, du? Was hast du denn da am Kinn hängen? Was ist das? Ach, eine Fluse ist das. Nein, ich wollte sie dir nicht auf die Nase setzen. Komm her. Nein, komm her. Ich wollte sie wegmachen. Wir nehmen jetzt ein bisschen auf, habe ich gehört. Also ich jetzt, ne? Und du legst dich dann hin. Ist das okay? Ja? Was mir gerade noch so einfällt, was Gizmo total liebt, das ist das hier. Toilettenpapier. Mal gucken wir mal gerade. Na, Stinker, was ist das für Toilettenpapier? Findest du das toll? Ja? Willst du das haben? Oh, Toilettenpapier, lecker. Und wir krümeln das schön auseinander. Frisst du das jetzt gerade? Hast du jetzt gerade Toilettenpapier gefressen? Du sollst das auseinander pflücken und nicht fressen. Was hältst du von Pipi machen? Wollen wir mal Pipi machen gehen? Ja? Kommst du mit? Ja, kommst du mit? Ja, kommst du mit? So. Halsband? Hm? So. Ein guter Hundebesitzer, ja, lasst euch das gesagt sein, macht die Häufchen übrigens weg und lässt sie nicht auf der Wiese liegen. Mmh, Kacke einsammeln. Yam, 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 yam. Und falls ihr euch jetzt fragt oder beziehungsweise euch selber sagt, oh nee, das könnte ich auf keinen Fall. Also so Häufchen einsammeln, das geht gar nicht. Ganz ehrlich, ich habe das jetzt schon, weiß ich nicht, wie lange ist der Hund jetzt schon bei mir? Ein halbes Jahr? Ich hab schon so viele Häufchen eingesammelt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, dass irgendwann gewöhnt man sich da dran. Das ist... Aber naja, es darf natürlich nachmittags noch nicht die wunderbare Gassi-Runde fehlen. Ne? Ich habe natürlich jetzt dummerweise mein Schmeißspielzeug vergessen. Also er hat so ein Leucht-Blink-Spielzeug. Das habe ich jetzt vor lauter Aufregung, Video machen und so total vergessen zu Hause. Aber macht's natürlich nichts. So, jetzt gehen wir mal kurz hier zu dem Mülleimer, um diesen wunderbaren Sack wegzuschmeißen. Ne? Und auf Wiedersehen. Während der Stinker da am Schnüffeln ist, probiere ich jetzt mal was aus. Der Typ ist nämlich so ein Glubschauge, der checkt das nämlich mit den Stöckchen nicht. Gizmo, schau mal hier. Schau mal Stöckchen. Schau mal Stöckchen. Was hast du schon wieder gesehen? Och, einen anderen Hund auf der anderen Seite. Nee, 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 nee. Ah, 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 hey, hey, hier bleiben. Da kommst du sowieso nicht drüber, du Idiot. Das kannst du dir, ja, jetzt ist das Stöckchen interessant, ne? Ja, komm, so, hier, warte mal. Stöckchen, ja, Stöckchen, Stöckchen. Und, pass auf, und hol das Stöckchen. Und bring... Ja, bring! Gizmo, hey! Bring! Ja, bring! Ja, fein! Du bist so ein Wichser! Ja, du weißt ja nicht, was ich habe, ne? Das hier ist eine Knusperstange mit Milch oder so. Soll wahrscheinlich gesund sein, ja, ist wahrscheinlich irgendwie nur so ein Scheiß, aber naja, dem Hund schmeckt es. Der Hund findet's geil,
Aber ich hab noch nicht gesagt, dass du das nehmen darfst, Freundchen. Ich hab's noch nicht geschafft, ihm so einen Trick beizubringen, dass ich ihm das Ding auf die Nase setze. Weil er ist eher so, ich geh dann weg. Jetzt ist er beleidigt. Wieso gehst du jetzt auf dein Körbchen, Mäuschen? Hä? Was soll das? So, ich weiß, was ich dich machen lasse. Komm mal her. So ist fein. Und sitz. Mach sitz. So ist brav. So. Und mach zu. Fein, hast du die Tür zugemacht. Ja, dafür gibt's jetzt auch einen Kognochen als Belohnung. Ja, Gott, ist das geil. So, wir haben jetzt ein bisschen später. Hallo. Na, Gizmo. Ja, hallo, was ist das? Ich habe mich mal mit ein bisschen Star Wars Merch eingedeckt, weil ich nämlich heute Abend, das Video kommt ja tatsächlich, heute ist ja Mittwoch, heute Abend bin ich in Berlin bei der Star Wars Premiere, ja, und da dachte ich mir, ich decke mich mal mit einem BB-8 ein, ja, der ist nämlich fernsteuerbar, hier, oh, guck mal, dreh mal deinen Kopf, du sollst dich mich mit dem Kopf angucken, der fokussiert mich. Na komm. Here we go. Whoa! Boom! Stinker. So, nee, alles ist aufgeregt, Mami. Da ist die Kamera. Komm, tu mal so, als wenn du jetzt Lust hättest, mit mir zu kuscheln für die Kamera. So, jetzt sieht es einigermaßen so aus, als wenn es nicht gestellt wäre. So, also würden wir jetzt teilweise abends, ja, die Couch ist nach wie vor ein Privileg. Ja, auf die Couch darf man normalerweise eigentlich nicht. Ja, hörst du jetzt mal auf zu lachen. Also, die Couch ist ein Privileg. Ja, Gizmo. Ein Privileg. Der darf normalerweise eigentlich nicht auf die Couch. Aber an gewissen Abenden, wenn es gerade so richtig kuschelig ist und man eine Serie guckt, dann darf er tatsächlich auch auf die Couch. Ne? Schnucki, dann liegen wir hier immer. Ne? Also, du bist so ein Spasti. Jetzt bleib mal bei mir und tu mal so, als wenn du mich lieb hättest. Naja, wie auch immer. Also, so liegen wir dann hier abends. Na schön, so hier. Komm. Gizmo, komm zu mir. So, so ist. Komm jetzt zu mir. Ja, es ist fein. Hier bleiben. So. Also, so liegen wir jetzt hier abends immer und kuscheln ganz schön. So, ist das nicht Eis? Das ist fein und gemütlich. Ja, ich weiß. Ne, Mäuschen? Ja. So, also. Hörst du jetzt mal auf die ganze Checken? Also, so liegen wir dann hier, bis wir dann später nachher ins Bettchen gehen. Ne, Mäuschen? Ja, liegen wir dann so hier. So kuscheln wir dann. Wir sind schon süß, ne? Wir sind schon süß. So, jetzt geht's nämlich nachher auch dann gleich ins Schlafkörbchen, denn es ist schon spät und der legt es dann immer gleich in sein Körbchen ran. Das werde ich euch dann auch noch zeigen. Du bleibst jetzt hier. So, auf jeden Fall. Wir kuscheln jetzt noch ein bisschen, ne? Ja, wir kuscheln. War ein langer Tag, ne? Ja, war ein langer Tag. Unterwegs gewesen, haben gespielt, du warst auf der Couch, ne? Ja, jetzt ist klar, oh, guck mal, oh, da werden die Augen müde. Da werden die Augen müde. Möchtest du in dein Körbchen? Dann geh mal in dein Körbchen. Darfst jetzt in dein Körbchen. So, diesmal dann sag mal gute Nacht.
Ja, so ist fein. So ist fein. So, das war's mit einem kleinen Einblick in Gizmos alltägliches Leben. Es unterscheidet sich natürlich von Tag zu Tag. Ja, manchmal sind wir ein bisschen müder, manchmal sind wir ein bisschen spielfreudiger. Aber ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall ein bisschen Spaß und wisst jetzt, was hier so abgeht. Ich danke euch natürlich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Ich hau mich jetzt in die Falle und ja, macht euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Haut rein!